Wusstet ihr, dass eine Dämmung bei vielen Förderprogrammen Voraussetzung ist? Sonst bekommt ihr nämlich kein Geld. Aber womit dämmt man denn eigentlich am besten? Hier kommen sie, die Top 11 der Dämmstoffe. Wenn es um Dämmung geht, dann begegnet euch sehr bald folgende Abkürzung. WDVS. Das steht für Wärmedämmverbundsystem. Und solch ein System wird sehr häufig zur Fassadendämmung, vor allen Dingen bei Altbausanierungen, aber auch beim Neubau eingesetzt. Und warum? Weil es leicht und kostengünstig einzubauen ist. Der Dämmstoff wird einfach von außen an der Fassade befestigt, verstärkt und abschließend noch verputzt. Ja, und dennoch sind Wärmedämmverbundsysteme nicht ganz unumstritten. Das liegt meist am eingesetzten Dämmstoff. Hierfür nimmt man nämlich Platten aus Polyurethan oder Polystyrol. Das kennt man auch in der Regel als Styropor. Diese Materialien, die basieren auf Erdöl und verbrauchen für ihre Herstellung schon eine ganze Menge Energie. Außerdem ist die spätere Entsorgung recht problematisch, also alles in allem nicht wirklich nachhaltig. Dabei soll Wärmedämmung doch dem Klimaschutz dienen. Ja genau, und das wird durch zahlreiche staatliche Programme auch gefördert, zum Beispiel von der KfW-Bank. Ja, und wenn ihr bei der Vielzahl der Programme nicht mehr ganz durchblickt, kein Problem, die Baufinanzierungsexpertinnen und Experten von Hüttich und Rumpf helfen euch da gerne weiter. Kurzum, wenn ihr also ein Haus bauen wollt, inklusive Dämmung, dann haben die Baufinanziererinnen und Finanzierer alle Förderungen auf dem Schirm, die euch bei eurem Finanzierungsprojekt zustehen könnten. Kommen wir jetzt aber direkt zu den Top 11 Dämmstoffalternativen. Nummer 1 wäre da die Zellulose. Für die Zelluloseflocken werden einfach Altpapierzeitungen zerkleinert und aufgefasert. Wenn man sich das dann vergrößert anschaut, dann sieht die Zellulose eher aus wie ein Wattebausch als ein Papierschnipsel. Und dadurch verkrallen sich die einzelnen Fasern dauerhaft miteinander. Zellulose gibt es in Mattenform, kann aber auch unter hohem Druck in den Hohlraum einer Doppelwand gespritzt werden. Top 2 Hanf. Ja, da sehe ich jetzt schon bei vielen bei euch, die Mundwinkel so nach oben gehen, aber tatsächlich hat Hanf auch in dem Zusammenhang eine super Ökobilanz, weil es schnell und genügsam wächst und genutzt werden hier die Fasern der Hanfstängel. Ja, die sind übrigens für Insekten oder Nager völlig unattraktiv, können aber gleichzeitig Feuchtigkeit ziemlich gut regulieren. Nummer 3 ist Schilfrohr. Matten aus Schilfrohr kennt ihr bestimmt von redgedeckten Häusern. Das Material ist schon Jahrtausende alt, aber es wird nur begrenzt eingesetzt. Das heißt ganz einfach, dass es gar nicht so viel davon gibt. Außerdem hat Schilfrohr auch eine geringere Dämmleistung, das heißt, man braucht viel dickere Matten dafür. Top 4 Seegras. Das wächst im Salzwasser, unter der Wasseroberfläche, meist im Mittelmeerraum. Ja, es ist schimmel- und schädlingsresistent und sterben Teile der Pflanze nun ab, dann werden sie in Form von Bällen an den Strand gespült. Ja, der Energieaufwand zur Herstellung dieses Dämmstoffs ist also ziemlich gering, nur die langen Transportwege, die trüben dann die Ökobilanz doch noch ein bisschen. Nummer 5 ist die Schafwolle. Und Schafwolle kann wirklich eine sehr gute Wärmedämmung bewirken. Aber zuerst muss die Wolle gereinigt werden und mit Zusatzstoffen versehen werden. Und dann ist sie schädlingsresistent. Und wir kommen zur Top 6, der Holzfaser. Ja, mit der Holzfaser, da kann man sowohl von innen als auch von außen dämmen. Allerdings muss man beachten, bei der Außenvariante, da muss die Faser dann doch nochmal mit chemischen Zusatzstoffen imprägniert werden. Ja, und mit Mäusegittern beugt man außerdem vor, dass sich Nagetiere einnisten, denn die finden die Holzfasern ebenfalls ziemlich kuschelig. Ja, und das waren jetzt alles Beispiele für verschiedene Alternativen innerhalb eines Wärmedämmverbundsystems. Aber es geht natürlich auch anders. Und wie? Das zeigen wir euch jetzt. Top 7 Massivholz. Und diesmal Holz nicht als Faser, sondern als massive Holzbohlen. Daraus werden zum Beispiel Blockhäuser gebaut. Damit stellen Blockhäuser aber auch eine Ausnahme dar. Bei anderen Holzbauweisen, wie zum Beispiel dem Fertighaus, da reicht Holz als Hauptdämmstoff gar nicht aus. Apropos Fertighaus versus Massivhaus, da haben wir auch schon mal hier oben ein Video gedreht. Klickt mal rein. Top 8 Wärmedämmziegel. Ja, Wärmedämmziegel sind großformatige Ziegelsteine, die einfach Hohlräume haben. Ja, und die kann man mit dem Vulkangestein Perlit füllen. Das dämmt so gut, dass man diese Kombi ab einer gewissen Wanddicke auch für Passivhäuser benutzen kann. Ja, und auch Porenbeton, also praktisch die ungefüllte Variante, wenn man so will, kann ausreichend hohe Wärmedämmwerte erreichen. Nummer 9 ist die Vorhangfassade mit der sogenannten Mineralwolldämmung. So eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade besteht aus einer Lattenkonstruktion aus Holz oder aus Metall. Und in deren Zwischenräume können Mineralwollmatten eingefügt werden. Dann werden außen noch Putz, Fliesen, Keramik oder sogar Solarzellen aufgebracht.
Top 10, zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung. Ja, ein zweischaliges Mauerwerk, das besteht quasi aus zwei Mauern mit einem Hohlraum dazwischen. Und in genau diesen Hohlraum kann man jetzt ganz einfach das Dämmmaterial einfüllen. Ganz egal, ob Korkschrot, Blähglas, Granulate, Mineralwollflocken oder auch Schaum, all das kann als Dämmmaterial dienen. Nummer 11. Jetzt geht es um die Vakuumdämmplatte. Diese sogenannten Vakuumisolierpaneele machen sich den Umstand zunutze, dass Vakuum praktisch keinerlei Wärme weiterleitet. Diese Platten, die bestehen aus einem Stützkern, der das Vakuum umschließt und gegen den äußeren Druck schützt. Hiermit kann man eine sehr dünne, aber durchaus sehr effektive Dämmung aufbauen. Die ist allerdings nicht ganz günstig. Für euch die günstigste Variante, natürlich auf jeden Fall erstmal eine ausführliche Beratung, zum Beispiel von einem Energieberater, wenn es um die Dämmstoffe geht, und von einem Berater von Hüttich & Rompf, wenn es um die Finanzierung eures Neubaus geht, und zwar inklusive der Dämmung oder auch Förderprogrammen. Jetzt geht's aber direkt hier weiter mit einem neuen Video von uns. Klickt euch rein, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abo mögen wir auch. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.